Willkommen zu Türchen Nummer 8. Mein Name ist Herr Schmitz. Gespielt wird heute The Floor's Breathing. Und wir gehen rein. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Ah, das ist ein komfortables Level, danke. Und weiter geht's. Da bin ich einmal gespannt, was wir uns heute ausgesucht haben. Hallo, junge Frau. Da bin ich nicht ganz bei euch. Oha. Januar 2007, 7.36 Uhr PM, okay. Welcome home! Das E2 Check Task. Check for Monster. Das mache ich jeden Abend. Unter mein Bett gucken wegen Monster. Fix the window, watch the TV, go to sleep. Okay. Es ist dunkel hier. Okay, rennen kann ich nicht. Gucken kann ich mich nicht. Ein Spiegelbild. Sehr schön. Da ist das kaputte Fenster sein. Schönes Bild möchte ich auch haben. Geht's hier noch irgendwo weiter? Press go up. Ah, Linksklick. Okay. Okay, davon scheint es mehrere zu geben. Schöne Auswahl. Nicht. Nicht hier haben. So dunkel hier. Okay, keine Monster unterm Bett. Der Hammer fürs Fenster. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Was hast du da? Duster, duster. Das will ich jetzt nicht unter reparieren, sondern eher verbarrikadieren listen, aber okay. So, und was fehlt jetzt noch? Watch the TV. Hat irgendjemand einen Fernseher gesehen? Okay. Kann mir einer sagen, was ich mir da angucke? Dann gehen wir jetzt ins Bett. Sehr schön. Wo war das Bett? Hier unten, oder?
Ach, ich bin auch der oben. Wir haben noch drunter geguckt. Wir wissen noch, wo das Bett ist. So groß ist jetzt die Hütte auch nicht. So. Die Männer aus Okay. 8:21 PM. Welcome home. Er schläft ganz schön lange. Ich glaube, er kommt von der Arbeit, ne? Was haben wir denn jetzt? Okay. Hier ist noch alles tutti. Okay, das ist... Lass mal so stehen. Fixe Window. Yes. So, das andere. Check for Monsters. Watch the TV. Gott, das lieb. Kann ich jetzt schon Fernsehen gucken? Verstanden. Hallo, guten Morgen. Monstern. Was ist das da in der Ecke? Das sind doch keine Augen, oder? Das sind keine Augen. Ich geh Fernsehen gucken. So, und das Programm ist heute Pumuckl. Pumuckl aus dem. Es ist nicht meine Wohnzimmerdeko. Tja. Mein Charakter wimmert, oder? Oder ist das verrücktes Lachen? Wie wichtig der Boden? Was war Art? Ach, das ist der Fernseher, das bin ich gar nicht. Wo muss ich denn? Was? Mit drei anderen. Ja, genau. Ich gehe jetzt auch einfach schlafen nach den Gegebenheiten. Wie wird da anscheinend. Was soll man sonst machen? Wie geschlafen? Mm-mm.
10. Januar. Ich gebe zu, dass ich, glaube ich, nicht nach Hause kommen würde, wenn ich am Vortag sowas erlebt hätte. Soll ich raten? Check the window. Fix the window. Aber diesmal ist eine Tür. Weg von Monsters. Watch TV. Go to sleep. Das ist ein sehr monotoner. Okay. Ach so. Hand aufs Herz. Wer würde hier jetzt auch sofort ausziehen? Eingerichtet, viele Zimmer. Okay, die Augen sind weg. Ich will kein Fernsehen gucken, kann ich so schlafen gehen? Danke. Diese atmende Flur, ne? Hatten wir gestern schon. Langweilig. Der Boden atmet auch. Hier bewegt sich einfach alles. Kann ich ins Bett? Ja, ich kann ins Bett. Ist ja nichts passiert. Heute war gar nicht gruselig. Heute ist ganz gemütlich. Ich gehe mal ins Bett. Ist hier ein Telefon? Was ist denn hier ein Telefon? War es nicht unten? Oh, toll Spiel. Ich war doch gerade unten. Ich weiß nicht, ob ich da dran gehen will. Sonst wie erleuchtet sein Telefon. Hallo? I know what you've done. Nichts? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Gänsehaut habe, aber ich hatte Gänsehaut. Dabei habe ich die Tür zugemacht, ne? Virtuelles Zukunftsfernsehen, wenn die Fernseher hier überall rumschwimmen. Ich hab mein Bett aufgeräumt hinterlassen. Alter. Darf ich jetzt noch den Müll runterbringen? Wenn ja, wo? Habt ihr über den Müller mal gesehen? Das wird immer schöner. Soll ich raten? Irgendwer hat... Okay. Ich vergrabe auch immer Menschen und andere Dinge unter dem Boden, wo ich gerade lebe.
Ist ja klar. Habe ich. Okay, ab ins Bett. Ein ganz normaler Tag. Ich habe keinen WG-Partner. Sorry. Kann ich in dem Stuhl da vorne auf der Couch schlafen oder so? Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Wahl. Aber wenigstens sind die Bilder gleich. Easy, Tag überlebt. Stört mich beim Schlafen. Okay, Videoszene. Ich habe keinen WG-Partner. Bitte gehen Sie weiter. Türe ist verrammelt, bitte. Ich kann nicht runter. Jetzt sag mir nicht das Spiel. Vorher auch schon da? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht wirklich entkommen ist, aber bitteschön. Bin ich hier under the water? Für jemanden, der entkommen möchte, ne? Bin ich ganz schön langsam unterwegs. Ich habe das Gefühl, ich bin in deinem Bild. Die Kiste hat Tollwut. Was, wenn ich das nicht will? Das ist schon ein bisschen creepy. Oh, was da? Holy, war das laut.
Wieso durfte ich nicht selber fahren? Okay. Oh, hier sieht doch wieder friedlich aus. Hier ist doch schön. Horrorspiel. Ha. Sonne, Wolken. Okay, ist ein bisschen Pixelparty, aber gibt hier irgendwas Nettes? Nett eingezäuntes Häuschen. Ein paar Rosen im Garten. Springbrunnen. Bisschen Baustelle. Ich finde, das passt. Das ist okay. Ringdoorbell. Ach, das hier wohne ich gar nicht. Warte. Ja, ich weiß, wir müssen zu Kreuze kriechen. Warum sollte ich da klingeln? Da ist doch eindeutig ein Vorhängeschloss vor, oder? Breakdown? Ja, natürlich. Das macht keinen Auftrieb mit den Türen. FBI open up. Yeah! Hey Mark! Okay. Kommen wir der Wahrheit auf die Schliche. Eingebrochen sind wir schon. Warum stehst du da so? Close your eyes. Nein. Nein. Ich sitze am Stuhl. Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Okay. Ich sag dann mal gute Nacht. Ich glaube, ich habe den Hammer gefunden. Ihr kriegt mich nie lebend. Aber jetzt ist auch, sind auch diese Bilder etwas besser zu verstehen. Diese Augen. Go to sleep. Ein gerechter Schlaf, aber... Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hier am 8. Kalendertürchen. Schaltet morgen wieder ein. Und ich bin raus.